Ich glaube, das ist die Mastercard für Dimitri. Wenn ihr hallo. 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 Einen wunderschönen guten Tag, Kerstin Zimmer, mein Name von der Firma EKOD. Den einen Hakech Talsim habe ich am Apparat. Einen Moment, da muss ich Sie weitergeben, das ist mein Kollege. Warte mal kurz. Ah, Hakech, okay, komm danke. Ja, hallo, Talsim. Hallo, schönen guten Tag, Herr Dalschim, Kerstin Zimmer, mein Name von der Firma EKOD. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Dalschim, es geht um eine mögliche Strompreissenkung in Ihrer Region in Ziegendorf. Daher melde ich mich heute auch bei Ihnen. Ja, rufe Sie von Stadtwerken an? Nein, ich bin kein Stromanbieter. Ich melde mich von der Firma Energiekostenoptimierung Deutschland. Ach so. Genau, wir arbeiten nämlich mit 800 verschiedenen Großkonzernen zusammen und sind Deutschlands größter Strom- und Gasoptimierer, okay. Herr Dalschim. Okay, ja. Genau. Mit wie vielen Personen leben Sie denn in Ihrem Haushalt? Rediko, mein Kumpel Dimitri, mit dem habe ich gerade gesprochen. Also zwei Personen sind Sie, ja? Ja, das ist richtig. Okay, so, das heißt, Sie verbrauchen so ca. 2000 kWh jährlich und zahlen zwischen 55 und 65 Euro. 63. Haben Sie sehr gute Schätzung machen. Ja, danke. 63 ja. Euro. Sie sind noch bei der WMAG? Ja, richtig. Ja. Woher okay. Sie? Herr Dalschim, ich sehe gerade, Sie haben bei der WMAG einen sehr hohen Arbeitspreis. Sie bezahlen ja je Kilowattstunde um die 30 Cent. Ja, keine Ahnung. Bei einem möglichen Wechsel. Ja. Da würden Sie nur noch, ich gucke schnell nach, bei der E-Primo, da würden Sie nicht mehr 63 Euro bezahlen, sondern Sie würden nur noch monatlich für denselben KWH-Verbrauch bei der E-Primo. Doch, E-Primo, nur noch 50 Euro bezahlen. Das heißt, Sie würden im Monat 13 Euro einsparen. 13 Euro das macht weniger, bei gleichem Verbrauch und alle Sachen. Genau, das heißt, Sie haben ein Jahresersparnis von 156 Euro, Herr Dalschim. Oh, da kann man dreimal bei Bordell rein. Super, wunderbar, das ist ja so toll. Ja, und außerdem bekommen Sie nochmal einen Sofortbonus in Höhe von 40 Euro. Das heißt, nachdem Sie den Vertrag abgeschlossen haben, bekommen Sie den Betrag innerhalb von 35 Tagen auf Ihrem Konto überwiesen, Herr Dalschim. 35 Tage, was ist das für eine komische Zahl? Also innerhalb in einem Monat, Herr Talsim. Ja, einen Monat hat aber 30 Tage, nicht 35. Ja, also was, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja nur die Vermittlerin. Oder ist es wegen dem Schalttag, Schaltjahr und Schaltsekunden? Kann auch sein. Also ja, dann ist das in Ordnung, weil das ist ja Mathematik. Und außerdem bekommen Sie nochmal eine Energiepreisgarantie für die nächsten 12 Monate, Herr Dalschim. Das heißt, wenn sich die Strom- und Gaspreise dieses Jahr nochmal erhöhen sollten, wird das Sie nicht mehr beanspruchen, sondern Sie garantieren sich ja die Preise von heute. Oh, sehr gut, sehr gut. Genau, so. Ja. Haben Sie auch Gas zu Hause oder nur Strom, Herr Dalschim? Warte mal. Keine Ahnung, da kann ich mal gut. Warte mal, Dimitri, da haben wir eher nur Strom oder Gas zu Hause? Wir haben noch Erdgas. Okay, Sie haben noch Erdgas und was bezahlen Sie für Gas monatlich? No, warte mal. Dimitri, was zahlen wir für das Gas bei dem Monat? 40 Euro oder so, weiß ich ungefähr 40 Euro. 40 Euro zahlen Sie. Okay, schauen wir mal auch schnell bei Gas nach. Ja. So, für 40 Euro, da haben Sie circa, ich gucke mal schnell nach, was ein Verbrauch Sie haben. Sind Sie da bei der EM noch? Ja, alles normal, alles bei normal. Okay, Sie sind immer noch normal. Ja, die Rufe wegen des Strom und wegen der Gas an. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Herr Dalschim, Sie sind immer noch bei Strom und Gas bei Ihrem Grundversorger. Also ich rate Ihnen zu wechseln. Ich sage Ihnen noch warum. Weil Sie bei Ihrem Grundversorger, egal ob Strom oder ob Gas, Sie haben da gar keine Preisgarantie. Was heißt das? Das heißt, dass wenn die Strom- und Gaspreise sich erhöhen, dass Sie natürlich auch immer mehr und immer mehr bezahlen müssen, Herr Dalschim. Das kann passieren. Kann ja nicht sein, dass Strom und Gas wird. Weil es kann ja auch nicht sein, dass Strom und Gas in Deutschland zu einem Luxus wird, Herr Dalschim. Ja, und dass Neukunden
Ja, und dass Neukunden weniger bezahlen dürfen als Bestandskunden. Ja, warte mal, wenn der Mann hinter Sie schon Ihnen immer die Sache vorsagen, dann kann ich auch gleich mit denen reden. Kann ich bitte die Kollegen haben? Sie möchten den Kollegen haben, der mir gerade alles vorsagt? Ja, bitte. Einen Moment, bitte. Danke. Ja, guten Tag, Herr Rackes. Ja, Herr Rackes? Also, ja, ich dachte, wenn Sie den ganze Zeit schon vorsagen, dann können Sie auch gleich mit mir reden, weil dann haben Sie mal Ahnung. Nein, das ist nur so. Weil es ist ja wirklich so, weil es kann ja nicht angehen in Deutschland, dass Strom und Gas auch noch zum Luxus wird. Wenn man mal rechnet, ja, also Sie wo ich noch jung war. Machen Sie gerade Schulung mit die Kollegen? Nein, die ist neu bei uns im Betrieb, ne? Ja, das meine ich doch, Schulung. Ja. Ja, und da helfe ich ein bisschen da so noch, ne? So, ich dachte, da sitzt jemand, wo hat er gar keine Ahnung. Nein, es geht ja darum, weil, wenn ich mal rechne, so wo ich jung war, da haben wir noch 20% unseres Lohnes für Nebenkosten und so bezahlt, ne? Ja. Heute sind wir schon bei über 60%, wenn Strom und Gas jetzt auch noch immer teurer werden, ne? Sie zahlen 60% für Ihren Lohn für Strom und Gas, dann müssen Sie sehr wenig Geld verdienen. Ja, wenn man in Hamburg wohnt, ne? Also hatten wir früher, haben wir gehabt ungefähr, ne? Rufen Sie an von Hamburg? Ja, ja, das sind ja so die Durch. Aber warum haben Sie unbekannte Telefonnummer? Nee, haben wir nicht. Nee, die Nummer muss dabei sein. Soll ich Ihnen einen Screenshot machen und bei E-Mail schicken? Also die Nummer muss dabei sein eigentlich. Sie rufen mit Nummer an. Da steht unbekannte Rufnummer. Nee, dann müssen Sie auf dem Handy, auf dem Telefon mal gucken. Ja, da haben Sie bestimmt unbekannte Nummer steht da bestimmt. Aber nicht nichts. Warte mal, ich habe 26 Zoll große Flatscreen und ich kann sehen, da steht unbekannte Nummer, wir sprechen seit 6 Minuten 43 Sekunden. Und da steht kein Telefonnummer. Unbekannte Nummer, weil Sie die nicht gespeichert haben in Ihrem Dings. Ja, nee, dann würde aber da das ja steht nicht, sonst wird ja da stehen Nummer unterdrückt. Nee, da würde ja dann stehen... Da würde stehen Nummer unterdrückt, wenn wir die nicht mitsenden würden. Ja, aber und das nicht steht unbekannte ja, Nummer. Wenn andere Leute anrufen, dann kann ich da Zahlen sehen und bei Ihnen steht unbekannte Nummer. Aber ja egal. Nein, also Sie können auch jederzeit zurückrufen, also davon ab, also. Ne, brauche ich nicht zurückrufen, wir schreiben denen ja schon. 0408556830, ne? Also normalerweise nicht, warum die bei Ihnen nicht angezeigt werden, ne? Ich habe keine Ahnung, müssen Sie mal bei Technik anfragen, wird die da was machen können. Ja, Patch machen. Ja, aber auf jeden Fall, der Rackes, es ist heutzutage wirklich so, dass jeder Neukunde, ne? Ja. Weniger bezahlt als jahrelange treue Kunden, also. Wenn ich zu meinem Bäcker gehe, ganz ehrlich, ne? Kriege ich bei jedem Brot, kriege ich einen Stempel. Ja. Wenn ich 10 Brote gekauft habe, kriege ich 11 umsonst. Also ich bin in jedem Supermarkt, Supermarkt gibt es Bonushefte, ne? Aber wie kann ich sagen, da habe ich einen lustigen Geschichten. Ich bin mal mit meinem Sohn zu Bäcker gegangen und da sage ich, guck mal, der Brot kostet 2,50. Sage mal, vor 10 Jahren war das noch viel billiger. Dann meine Sohn sagen, ja, aber vor 10 Jahren war der Brot viel billiger. Und dann sagt den Kollegin zu ihrer Chef, Chef, haben wir noch ein Brot von vor 10 Jahren? Was können wir den Kunden verkaufen? Die wollen billiger haben. Ja. Ja. Das war Mitleidslachen. Ist in Ordnung. Nein, ist ja nicht Mitleid machen, ich meine es immer so. Aber auch im Supermarkt, ne, kriegen Sie überall Bonuspunkte. Ja, überall bezahlen Sie als treuer Kunde weniger, ne? Aber umso länger man beim selben Anbieter ist, man bezahlt ja mehr als jeder Neukunde, ne? Ja, das ist doch, weil wir werden Sie jetzt, Vodafone-Vertrag machen. Wie lange leben Sie jetzt in Deutschland, wenn ich mal fragen darf? 17 Jahre. Ja, und jetzt ist das erste Mal, dass wir seit 2 Jahren aufgefordert werden, ja wirklich von unseren Politikern in den Nachrichten und Medien, die Anbieter öfters zu wechseln, damit die Preise nicht in so einer Messdecke steigen. Ne? Und hat denn Angela Merkel das sagen? Ach, Frau Merkel, ne? Weiß ich auch nicht. Ne? Ob das Frau Merkel schön alleine ist, ich sag, die fordern uns ja auf, da kann Frau Merkel gar nichts für. Das ist einfach, wenn man so sieht, früher hatten wir das Machtmonopol der großen Vier, Herr Rackisch. Ja. Da hatten wir nur eben E.ON, RWE und so weiter, ne? Ja, richtig. 4 Stück. Und die Stadtwerke, heutzutage haben wir über 1200 Stromanbieter in Deutschland. Oh, so viel? Ja. So viel? Ja. Über 1200 im Strombereich und über 80 im Gasbereich, ne? Ja, okay. Das ist ja eine große Menge. Ja. Ja. Und wir wollen einfach nur gucken, ob Sie auch wirklich... Haben Sie denn Interesse überhaupt daran, meine ich jetzt mal? Ja, ich weiß ja noch gar nicht, was wollen Sie mir anbieten? Ja, dann ich gebe Ihnen mal meine Kollegin wieder, ne? Ja. Weil, ne, ich weiß hier Bescheid mit Ihnen, ich gebe Sie mal wieder zurück. Ja, schönen Tag wünsche ich erst nochmal. Ja, gleichfalls, danke. Hallo? Hallo, hier ist Dimitri. Ja, hallo. So, ja, ich wollte mir auch nochmal anhören, was haben Sie meinen Kollegen erzählt? Ja, natürlich, das Weil kann ich Ihnen auch nochmal. Zusammenvertrag unterschreiben.
Okay, Sie sind zusammen der Anschlussinhaber, mit dem Herrn Dalzim zusammen. Ich darf Sie Herr Dimitri nennen, ja? Ja, du darfst Dimitri zu mir sagen. Okay, danke schön. So, Herr Dimitri, also bei Strom haben wir... Lass das weg, ich bin doch nicht 80 Jahre alt. Sag Dimitri. Aber das ist Dimitri. Doch, um Gottes Willen, so darf ich Sie doch nicht ansprechen. Ich muss ja sagen, Herr Dimitri. Das ist doch, ja dann, ja, das ist doch, wenn, ja. Wenn wir sind bei Vorname, muss man nicht Herr dazu sagen. Und wie heißen Sie mit Nachnamen? Schukow. Schuka, okay. Schukow. Herr Schufa. Schukow. Schukow. Schukow, genau, sehr okay, Schukow. Sind Sie aus Polen? Ich bin aus Russland. Ah, Sie sind aus Russland, okay. Ja, so, Herr Schukow. Sprechen Sie Russisch? Ich kann leider kein Russisch, nein. Oh, super, sehr schade. Ja, also Herr Schukow, wir haben jetzt mit dem Herrn Dalzim zusammen besprochen. Wir haben die Berechnung für die Strom gemacht. Für die Strom, sehr gut. Für Strom, genau. Da zahlen Sie ja derzeit, hat der Herr Dalzim gesagt, 63 Euro richtig, bei der W-Mark. Richtig. Okay, bei einem möglichen Wechsel würden Sie bei Eprimo Strom nur noch 50 Euro bezahlen. 50 das heißt, Euro. Sie würden 13 Euro monatlich einsparen, ja, nur bei Strom. Soweit kann ich gerade noch rechnen, Dankeschön. Bitteschön. Ja, nee, ich muss das nochmal sagen. So, das würde heißen für Sie, dass Sie ein Jahresersparnis von 156 Euro haben. Sehr gut. So, und jetzt wollten wir nochmal für Erdgas gucken. Da sind Sie auch noch bei der E.ON. Wir sind immer alles bei Standard. Wir haben nie haben Sie noch nie gewechselt? Nicht, haben wir nicht. Das sollten Sie aber, Herr Dalzim, weil bei dem Grundversorger, da haben Sie gar keine Preisgarantie. Ach, und was ich noch vergessen habe, Ihnen zu sagen, Herr Schukow, bei Strom, bei E-Primo, da bekommen Sie noch einen Wechselbonus von 40 Euro auf Ihrem Konto überwiesen. Auf mein Konto oder das von Rakesh? Das ist ganz egal, welches Konto Sie geben, welches Konto Sie angeben. Kriegen wir beide, wenn wir beide Verträge machen? Leider nicht, das wird dann auf Ihr Konto überwiesen. Nur einmal, richtig? Nur einmal, natürlich. Das ist als Dankeschön, dass Sie gewechselt haben. Kriege ich das direkt von Ihnen oder kommt es von den Strommern? Das kommt natürlich von der E-Primo, nicht von mir. Ja, okay. Und was ist Ihre Firma? Energiekostenoptimierung Deutschland. Oh, viel zu lange zu merken. Wir sind Deutschlands größter Strom- und Gasoptimierer und arbeiten mit 800 verschiedenen Energiekonzernen zusammen, suchen für den Kunden den günstigsten Energiekonzern aus, Herr Schukow. Sehr gut, sehr gut. Okay. Genau. So, bei Gas, da zahlen Sie 40 Euro, so circa 40 Euro haben Sie gesagt, Herr Schukow? Ungefähr, ich habe gestern bei Konto QI 41,17 Euro oder irgend so eine krumme Zahl, ich weiß nicht genau. Okay, also mehr wie 40 Euro, das ist schon mal sicher. Ein Dieselein über 40. Okay, so, da würden Sie für denselben jährlichen KWH-Verbrauch nicht mehr über 40 Euro bezahlen, sondern bei Eprimo Gas, da zahlen Sie nur noch 38 Euro. 38. Aber da bekommen Sie auch nochmal einen Wechselbonus von 40 Euro, Herr Schukow. Also, dann können wir eine Bonus bei die Inder, eine Bonus bei die Russen. Dann sind wir alle glücklich. Alle beide, genau. Alle beide bekommen 40 Euro Wechselbonus. Das ist und bei großartig. Bei Eprimo Gas, da haben Sie ebenfalls eine Energiepreisgarantie von 12 Monaten. Das heißt, wenn sich die Strom- und Gaspreise dieses Jahr nochmal erhöhen sollten, Herr Schukow, kommt es nicht für Sie in Frage, weil Sie sich die Preise von heute sichern werden? Okay, das heißt, kann nicht teurer werden? Nein, geht nicht, kann nicht werden. Ja, so, das Wichtigste ist natürlich auch, Herr Schukow, dass die Konditionen auch gleich bleiben wie aktuell auch. Das heißt, Sie haben keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellkosten zu zahlen. Was Kaution und, zahlt man für eine Wohnung? Was, wir reden doch von Strom, oder nicht? Ja, normal, bei manchen Anbietern zahlt man auch Kaution für den, Okay. Wissen Sie, okay. So, und das Beste für Sie ist auch, Herr Schukow, dass Sie sich um nichts kümmern müssen. Das heißt, die Kündigung für Gas und Strom, das würden wir auch für Sie tun. Das ist sehr gut. Da müssen genau, wir nichts machen, weil die Inder, der ist zu dumm, der kann das nicht. Ah, sagen Sie doch nicht so, Herr Schukow. Er ist doch auch nur ein Mensch.
Entschuldigung, der weiß nicht, wo sein Platz ist im Haushalt. Okay, so, damit ich Ihnen die Unterlagen zusenden kann, spreche ich jetzt mit dem Herrn Schukow oder mit dem Herrn Talschen? Wollen Sie mit Rakisch reden? Warte mal. Rakisch, ja. Komm her! Dabei, bleib! Ja, hallo? So, Herr Dalsim, also ich weiß jetzt nicht, Sie kommen mal, Herr Schukow kommt mal. Also, Herr Dalsim, wie besprochen. Möchten Sie doch wieder mit Dimitri reden? Das ist egal, mit wem ich spreche, Herr Dalsim. Ich kann auch mit dem sprechen, ich dachte, oder nicht? Sie wollen mit Rakisch reden. Warum soll ich jetzt wiederkommen? Ja, spreche ich nicht mit dem Herrn Rakisch, Dalsim. Ja, doch, aber der hat gesagt, Sie wollen mit mir wieder sprechen. Was ist da los? Sie sind doch der Herr Dalsim, oder? Nein, ist Schukow. Immer noch. Ja, nee, den Herrn Rakesh Dalsim hätte ich gerne bitte gesprochen. Warte, blöd. Rakesh, ja. Ja, hallo? Hallo, Herr Dalsim. Ja. So, sind Sie überhaupt interessiert? Soll ich noch weitersprechen? Weil Sie geben die ganze Zeit das Telefon weiter. Ja, Sie haben doch gesagt, Sie wollen mit Dimitri reden. Entschuldigung. Um Gottes Willen, er hatte auf einmal das Telefon. Und hat gesagt, Sie können auch mit mir sprechen. Aber Sie sind hier der Herr Rakisch Dalsim, mit denen möchte ich sprechen. Ja, aber er wollte ja auch wissen, was Sie erzählen, was Sie möchten machen. Ist ja kein Problem, das habe ich Ihnen jetzt erzählt, Herr Dalsim. Ja, richtig. So, okay, also ich sage Ihnen auch nochmal, bei Gas haben Sie auch eine Ersparnis, Herr Dalsim. Ja, und Sie bekommen bei Gas auch einen Wechselbonus in Höhe von 40 Euro. Ja. Das heißt, Sie bekommen insgesamt 80 Euro. 80 Euro. 40 für Strom, 40 für Gas. Kann ich denn bei meinem Konto haben? Natürlich, das ist ganz egal. Sie sind derzeit mein Ansprechpartner. Ja. Ihre Kontonummer würde auch reichen, Herr Dalsim. So. Nur das würde dem Dimitri nicht sagen, dass das Geld gibt, weil das will ich selber haben. Das ist mir eigentlich egal, Herr Dalsim. Gut, so, damit ich Ihnen die Unterlagen zusenden kann, Herr Dalsim, brauche ich kurz Ihre Mithilfe. Ja. Ich bräuchte einmal die Kundennummer und die Zählernummer für Strom und Gas. Den Kontonummer? Kundennummer. Wo kann man das finden? Genau. Die letzte Jahresabrechnung, Herr Dalze. Oh mein Gott, keine Ahnung. Legen Sie mich zur Seite und suchen Sie, Herr Dalze. Nehmen Sie sich auch einen Stift und ein Papier mit und notieren Sie sich meinen Namen und die Telefonnummer von uns. Ja, warte mal. Ich glaube, wir haben einen Schrank, da haben wir das reinlegen. Wo ist denn der Ordner mit den Unterlagen? Wo haben wir das hinlegen? Okay. Warte mal, ich werde mal da reingucken. Ja. Von 2016 brauchen wir? Das ist egal, kann auch von 2015 sein. Ich brauche nur die Kundennummer und die Zählernummer. Ja, soll ich Sie die Kundennummer geben? Ja, bitte, die Kundennummer, bitte. Das ist 694. 694. 34. 34. 924. 924. Ja, und dann brauchen wir noch von der Zahl. Die Zählernummer? Ja, das ist 19. 19. 09. 09. 19. 19. 79. 79. 71. 71. Das ist jetzt für Gas, ne? Nee, das war von Strom. Aber für Strom, da sind Sie ja bei W-Mark. Die Kundennummer, der muss mit einem 0 oder mit 4 beginnen. Gucken Sie mal bitte richtig nach. Warte, jetzt bin ich sehr verwirrt. Warte mal. Nee, das ist ja von, Entschuldigung, der falsche Firma. Warte mal, kann ich Sie noch mal kurz Dimitri geben, dass ich ihn suchen kann? Sie können mich zur Seite legen, Herr Dalsim. Legen Sie mich einfach zur Seite und suchen Sie in Ruhe, ist kein Problem. Wir haben Zeit. Ja, in Ordnung. Moment, bitte. Ja? Hallo, ich glaube, der versteht nicht richtig. Was brauchen wir haben für Unterlagen? Kundennummer und die Zählernummer brauche ich für Strom und für Gas. Blätter mal eine Seite um, du Hund. Siehst du nicht, dass das ist von Krankenkasse, blöd? Der hat AOK-Unterlagen. Alter, was ist dann? Der studiert Informatik und kann nicht ein scheiß Dokument finden.
Brauchst du nicht zu gucken, such weiter, blöd. Soll ich mit Ihnen machen? Wer kann das nicht? Das ist kein Problem. Also die Unterlagen kann ich mit jedem fertig machen und dann super. Kann ich nochmal mit dem Herrn Dalsum sprechen. Also für Gas und Strom jeweils die Kundennummer und die Zählernummer brauche ich, Herr Schukow. Ja, also Gas habe ich hier. Wollen wir Deal machen? Kennen Sie den russischen Lied Kalinka? Kann ich nicht, nein. Haben Sie vielleicht schon mal bei Diskothek hören? Kalinka, Kalinka, kennen Sie? Schon mal gehört? Ja, kenne ich, ja. Können Sie mir singen? Nein, ich habe keine schöne Stimme, Herr Schukow, und ich muss arbeiten. Ja, komm. Die Kundennummer und die Zählernummer, bitte. Wir machen dir Sie einmal singen und dann wir geben. Leider nicht. Ach, komm. Herr Schukow, also sind Sie daran interessiert, ja oder nein? Ich bin daran interessiert, Ihre Stimme zu hören mit Singen von Kalinka. Ja, dann bitte die Kundennummer und die Zählernummer, bitte. Soll ich Ihnen vorsingen? Nein, ich möchte nicht, dass Sie mir vorsingen. Ich möchte, dass Sie mir die Kundennummer und die Zählernummer geben. Können Sie mir bitte ein Lied singen? Junge Frau, bitte. Herr Schukow, sind Sie daran interessiert, ja oder nein? Sonst lege ich auf, Herr Schukow. Ich bin an Ihrem Lied interessiert. Kalinka, Kalinka, komm, muss ich mitmachen. Herr Schukow, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Das wird Daniel.